Hallo, guten Morgen meine Schüler. Ich hoffe euch immer das Beste. Heute fangen wir mit dem Thema die Kleidung. Die Kleidung. Was bedeutet die Kleidung? Ja, die Kleidung bedeutet the clothes. Am Anfang beginnen wir mit Wörtern mit Artikel der. Und zwar der Rock. Der Rock, der Pullover oder der Pulli, der Pullover oder der Pulli, der Mantel, der Mantel, der Anorak, der Anorak. Also noch einmal, der Rock, der Pullover, der Pulli, der Mantel, der Anorak. Jetzt mit Wörtern mit Artikel das. Das Kleid, das Kleid, das T-Shirt, das T-Shirt, das Top, das Top, das Polohemd, das Polohemd, das Sweatshirt, das Sweatshirt. Also noch einmal, das Kleid, das T-Shirt, das Top, das Polohemd und das Sweatshirt. Also so einfach, ja? Jetzt die. Die Jacke, die Bluse, die Hose. Die Jacke, die Bluse, die Hose. Und die Plural, die Jeans. Die Jeans, die Stiefel, die Stiefel, die Schuhe, die Schuhe. Also noch einmal, die Jeans, die Stiefel, die Schuhe. Und jetzt, was bedeutet der, das und die? Was bedeutet der, das, die und die Plural? Ja, also der, das, die und die Plural bedeutet the. Also der, das und die ist die bestimmte Artikel. Was bedeutet bestimmte Artikel? Adat al-Ma'rifa. Okay? Und was bedeutet ein? Eine. Was bedeutet ein und eine? Ja, ein und eine bedeutet wie in Englisch a or an. Also ein und eine bedeutet unbestimmte Artikel. Was bedeutet unbestimmte Artikel? Adat al-Nakra. Okay? Und wir benutzen ein mit Artikel der und das. Wir benutzen ein mit Artikel der und das im Nominativ, wenn das Wort im Nominativ ist. Und Nominativ bedeutet für صيغة الفاعل. الفاعل لما بيكون der oder das, بنحط ein. Aber eine kommt mit Artikel die. Eine kommt mit Artikel die. Und die Pluralform nimmt kein ein oder eine. Wir benutzen ein und eine mit Plural nicht. Okay? Man fasch nistagdem ein au eine mal Plural. Okay? Was bedeutet hier er, es, sie und sie Plural? Wir benutzen er mit Artikel der. Okay? Und wir benutzen es mit Artikel das. Wir benutzen sie mit Artikel die. Wir benutzen sie Plural mit Artikel die Plural. Noch einmal. Er kommt mit Artikel der, es mit Artikel das, sie mit Artikel die und sie Plural mit die Plural. Auf Seite 3, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen die Bilder beschreiben. Also was ist das oder wie heißt das auf Deutsch? Das heißt das Kleid. Das Kleid. Und wie heißt das auf Deutsch? Das heißt die Hose. Die Hose. Bitte schreib die Artikel. Schreib den Artikel die. Die Hose, das Kleid, der Mantel. Das Kleid, die Hose, der Mantel. بقية الأبنج أكيد إحنا عارفينه. Ja? Okay.
Jetzt mit Seite 4. Mit Seite 4 ergänze die Tabelle. Jedes Wort nimmt ein bestimmtes Pronomen. Okay? Also wenn die Artikel des Wortes der ist, also wir benutzen er. Und wenn das Wort mit Artikel das, also wir benutzen es. Und die für die Artikel die und auch die Pluralform. Also Anorak bekommt Artikel der, der Anorak, also wir benutzen er. So, هنكتب كلمة Anorak عند er. ليه؟ علشان الأرتيكل von Anorak ist er. Okay? Der. Der Anorak. Hose. Was ist die Artikel von Hose? Ja. Der Artikel von Hose ist die. Also, wir schreiben Hose hier. Die Hose. Okay, Kleider. Was ist die Artikel von Kleider? Ja, die Plural. Kleider ist Pluralform. Also, wir schreiben auch Kleider hier. Mantel. Was ist der Artikel von Mantel? Ja, Mantel bekommt Artikel der. Also, wir schreiben Mantel hier, er. Rock. Was ist der Artikel von Rock? Der Rock. Ja, also wir schreiben Rock auch hier mit er. Aber was ist das Artikel von T-Shirt? T-Shirt. Hier, wo ist T-Shirt? Das ist T-Shirt. Artikel von T-Shirt ist das. Also wir schreiben T-Shirt hier mit S. Aber T-Shirts, T-Shirts ist Pluralform. So, wir schreiben T-Shirts hier mit die Plural. Okay? So einfach. Auf Seite 5. Auf Seite 5 erklären wir hier die Pluralform oder der Plural. Die Pluralform oder der Plural. Jedes Wort im Deutschen hat sein eigenes Pluralform. Okay? Hat seine eigene Pluralform. Also, مش كل كلمة ليها شكل معين من البلورال. Nein, jedes Wort hat seine eigene Pluralform, ليها شكل معين في البلورال. Zum Beispiel, eigene Worte hat keine Veränderung. Was bedeutet keine Veränderung? Also no changes, okay? Also das Wort ist im Singular wie im Plural, nur wir verändern den Artikel. Wir verändern den Artikel. Also der Pullover, die Pluralform ist die Pullover. Der Pullover und die Pullover. Der Stiefel und die Stiefel. Hier gibt es keine Veränderung. Keine Veränderung, noch einmal, bedeutet no changes. Eigene Wörter bekommt die Pluralform mit S. Okay, wie im Englisch. Also der Anorak, die Anoraks. Das Top, die Tops. Das T-Shirt, die T-Shirts. Okay, also hier, wir verändern am Anfang den Artikel, wird von der zu die, der Anorak, aber die Anoraks. Und am Ende das Wort bekommt ein S. Am Ende bekommt das Wort ein S. Okay? Also die erste Form, keine Veränderung. Die zweite Form, Plural mit S. Die dritte Form, Plural mit E. Der Schuhe und die Schuhe. Der Schuh und die Schuhe. Die vierte Form, Plural mit EN. Das Wort bekommt E und N am Ende. Das Polohemd, die Polohemden. Okay? Eigene Wörter bekommt nur N. Die Hose, die Hosen. Die Jacke, die Jacken. Eigene Wörter bekommt Umlaut. Umlaut und E. Vergiss nicht, wir addieren die Umlaut mit O, A und U nur. Mit O, A und U. Der Rock, die Rucke. Der Rock, die Rucke. Der Mantel, die Mäntel. Hier nur Umlaut ohne E. Und eigene Worte bekommt ER am Ende. Das Kleid, die Kleider. Das Kleid, die Kleider.
Auf Seite 6, wir möchten Sätze formen oder Sätze bilden. Es gibt einige Bilder und wir möchten diese Bilder beschreiben. Wie hier im Beispiel. Wir haben hier ein Bild und das Beispiel ist, Steffi hat zwei Mäntel. Steffi hat zwei Mäntel. Nummer 1, zum Beispiel, Steffi hat drei Röcke. Steffi hat drei Röcke. Wie viele Röcke sind das? 1, 2, 3. Okay? Nummer 2, zum Beispiel, Steffi hat 1, 2, 3, 4, 5 T-Shirts. 5 T-Shirts. Also Steffi hat 5 T-Shirts. Okay? Nummer 3, zum Beispiel, Steffi hat 4 Hosen. 4 Hosen. Also du musst diese Dinge zählen, okay? Und auch den Pluralform schreiben. 3 Röcke, 5 T-Shirts, 4 Hosen und so weiter. Auf Seite 7, wir haben hier 3 Verben. Tragen, anhaben, anziehen. Noch einmal, tragen, anhaben, anziehen. Was bedeutet diese 3 Verben, tragen, anhaben und anziehen? Ja, die 3 Verben bedeutet tue, jilbis. Okay? Also tragen, anhaben und anziehen bedeutet tue. Wir haben hier auch 3 Fragen. Was trägst du an? Oder, Entschuldigung, was trägst du? Was hast du an? Was ziehst du an? Was trägst du, was hast du an und was ziehst du an? Was bedeutet diese 3 Fragen? Ja, what do you wear? What do you wear? Was trägst du, was hast du an, was ziehst du an? Denn der Unterschied ist, haben und ziehen haben dieselbe an mit. Okay? Also anhaben und anziehen sind trennbare Verben. Was bedeutet trennbare Verben? Trennbare Verben, yani fa'l munfasil bit ism. An lwahdaha wa haben lwahdaha. Ziehen an lwahdaha wa ziehen lwahdaha. Wa an silbe al maqta' an kommt immer am Ende des Satzes, akhir al jumla. Haben und ziehen kommen Nummer 2 oder auf Position 2 im Satz, fil markaz al thani fi al jumla. Wie hier in diesem Beispiel. Du ziehst Schuhe und einen Anorak an. Ziehst kommt Nummer 2 und es wird konjugiert mit du. Du ziehst und an kommt am Ende des Satzes. Okay? Ich ziehe Jacke an. Ich ziehe Jacke an. An auch kommt am Ende des Satzes und sie kommt auf Position 2. Aber hier trägt hat keine andere Silbe. Malush maqta' tani tragen. Eine trägt einen Rock und eine Bluse. Nummer 4, Tom hat Jeans und ein T-Shirt an. Auch an kommt am Ende und hat kommt auf Position 2. Okay? Vergiss nicht auch, in diese Verben bekommen immer Akkusativobjekt. Bekommen immer Akkusativobjekt. Bigi ma'aha maf'ul. Okay? Diese Objekt. Lau el Artikel, der bekommt diesen Objekt einen. Also einen kommt mit Wörtern mit Artikel der. Okay? Ein, beziehe ich mal Kalimete, das ein T-Shirt. Also wenn das Wort, das Artikel das bekommt, benutzen wir ein. Also einen mit Artikel der, ein mit Artikel das, eine mit Artikel die und die Pluralform bekommt kein Artikel, bekommt kein Artikel. Was machen wir hier? Wir möchten diese 3 Verben konjugieren. Okay? Ich trage, du trägst, er, sie, es trägt, trägt mit Umlaut auch. Okay? Tragen ist ein unregelmäßiges Verb, unregelmäßiges Verb. Wir, sie und sie groß tragen. Ihr tragt. Anziehen. Ich ziehe an. Du ziehst an.
Er ist sie zieht an. Wir, sie und sie groß ziehen an. Und ihr zieht an. Okay? Haben, anhaben. Haben auch ist ein unregelmäßiges Verb. Bordeaux Verb irregular. Ich habe an. Du hast an. Er, sie hat an. Wir, sie und sie groß haben an. Ihr habt an. Okay? Jetzt fangen wir mit Seite 8. Wir möchten eine oder nichts in diesen Sätze benutzen. Zum Beispiel, ich trage Hose und Stiefel. Hose bekommt Artikel sie. Also ich trage eine Hose und Stiefel ist Pluralform. Also wir schreiben hier nichts. Okay, nur X. Okay, ich trage eine Hose und Stiefel. مش هنحط حاجة مع ستيفل علشان ده plural form. Nummer 2, Tina zieht jeans und jeans, plural form. برضو مش هنحط حاجة, هنكتب Tina zieht jeans على طول und ein polo hemd an. Warum benutzen wir ein? علشان polo hemd الartikel das. Also Tina zieht jeans und ein polo hemd an. Nummer 3, wir haben Schuhe an. Schuhe ist auch ein Pluralform. Okay? Also, wir haben Schuhe an. Ich habe Wardu ein oder eine. Nummer 4, Anna trägt einen Pullover. Einen Pullover. Warum einen? Ja, Pullover bekommt Artikel der. Sehr gut. Auf Seite 9, wir möchten diese Sätze ordnen. Vergiss nicht, das Verb kommt immer auf Position 2. Das Verb kommt immer im Aussagesatz Nummer 2. El Verb daiman rakam 2 fil sentence el gumla al-khabariya. Lekin lama ikun su'al, okay, ja oder nein Frage, das Verb kommt am Anfang. Benhot el Verb fil awwal und mit W-Frage, in Gummel, in Istifhamia, in Beadet Istifham, das Verb kommt auch auf Position 2. Also hier, das ist eine Frage, ja oder nein Frage. Also der Satz wird, ziehst du den Mantel an? Ziehst du den Mantel an? Das UL entelbist el Code. Nummer 2, Peter hat die Mütze an. Peter hat die Mütze an, die Gummladie. Nummer 3. Wir tragen im Sommer die T-Shirts. Wir tragen im Sommer die T-Shirts. Nummer 4. Ich ziehe mein Hemd und meine Schuhe an. Ich ziehe mein Hemd und meine Schuhe an. Hatte noch mein مع Hemd, عشان الartikel das, لكن meine مع Schuhe, عشان الartikel die. Nummer 5, Peter trägt die Hose. الفرق هنا ان احنا محتاجين نغير الverb. Okay? Nummer 1, Peter trägt die Hose. Nummer 2, ihr tragt die Mäntel. حطينا Umlaut للverb مع er و es و sie و du بس. Okay? Seite 10, بنتكلم على die Adjektive. Die Adjektive. Und wir benutzen das Fragewort wie. Und wie bedeutet how? Also wir beschreiben hier die Dinge mit einigen Adjektiven. Benutzt bis zu dem sofort, weil sie nachher ist sofort die positiv oder negativ. Also hier Nummer 1. Wie ist dein Kleid, Emma? How's your dress? Wie ist dein Kleid, Emma? Mein Kleid ist modern und sehr elegant. Modern und sehr elegant. Wie sind deine Schuhe? Meine Schuhe sind sehr praktisch. Meine Schuhe sind sehr praktisch. Also wir müssen hier die Adjektive schreiben. Welche Adjektive sind positiv und welche Adjektive sind negativ? Zum Beispiel modern. Modern ist positiv. Wir schreiben modern hier. Hässlich,
Hässlich bedeutet karih. Okay? Also hässlich ist negativ. Bequem, bequem, muriah. Also das ist positiv. Altmodisch, altmodisch, modeadime. Das ist negativ. Praktisch, amali, akida, positiv. Schön, gemein, ja, positiv auch. Teuer, teuer bedeutet expensive, really. Das ist negativ. Nicht sehr elegant, not so elegant, nicht chic, awi. Das ist auch negativ, ja. Unbequem, unbequem, nicht muriah. Das ist auch negativ. Elegant, elegant, chic, هيبقى positiv. Billig, billig, die عكس teuer. Okay, also teuer, expensive, billig, chic. Unpraktisch, auch negativ. Hier schreib bitte das Gegenteil. هنكتب ال opposite. Billig und teuer. Praktisch, unpraktisch, ja. Modern, altmodisch, unbequem, ja, sehr gut, bequem, hässlich, schön, elegant, nicht sehr elegant. Type hier. Wie findest du den Rock? Wie findest du das Kleid? Wie findest du die Hose? Wie findest du die Jeans? Wir sprechen hier über die Personalpronomen im Akkusativ. يعني السؤال بيقول wie findest du den Rock? إيه رأيك في الروك؟ أوكي؟ إحنا لما هنيجي نجاوب مش هنقول den Rock noch einmal. مش محتاجين نكرر الكلمة تاني. محتاجين نستخدم pronomen بدل كلمة den Rock. علشان كده هنستخدم البرونومن هنا ihn مع den Rock, es مع das Kleid, sie مع die Hose وزي بلورال مع دي جينز. ليه عملنا كده؟ حسب التابيلا ده. اوكي؟ Das sind die Pronomen im Nominativ und hier sind die Pronomen im Akkusativ. Die Pronomen في صيغة الفاعل لما تكون الكلمة فاعل، لكن هنا البرونومن لما نكون بنتكلم عن كلمة موقعها في الجملة مفعول. اوكي؟ Also ich wird zu mich. Du wird zu dich. Er wird zu ihm. Es wird zu es. Sie bleibt auch sie. Wir wird zu uns. Sie plural bleibt auch sie plural. Sie groß bleibt auch sie groß. Und ihr wird zu euch. Okay? Also die Pronomen im Akkusativ sind mich, dich, ihn, es, sie und sie, euch. Okay, sehr einfach. Merke, benutzt wer mit Nominativ und wer mit Akkusativ. Wer und wen sind Fragewörter. أدوات استفهام بنستخدمها للسؤال عن الفاعل أو المفعول. لو إحنا بنتكلم عن شخص عاقل مفعول هنستخدم wer. لو بنتكلم عن شخص عاقل مفعول هنستخدم wen. Okay? Also wer mit Nominativ und wen mit Akkusativ, wenn das Objekt ein Person ist. Benutzt keinen mit Negativ im Akkusativ. لما نعوز نعمل جملة نفي هنستخدم keinen مع الكلمات الارتيكل بتاعتها der. Also ich habe keinen Rock. I don't have a skirt. Okay? Ich finde keinen Pullover gut. أنا مش شايف إن أي Pullover حلو oder schick oder schön oder elegant. أي صفة ما finde. Wir haben hier einige Beispiele. Ich sehe den Rock, ich finde ihn gut. أنا شفت السكيرت وأنا شايف إنها حلوة. Ich finde den Rock, ich sehe den Rock, ich finde ihn gut. Also ihn, wir benutzen ihn mit das Wort den Rock, den Rock. Mama, ich finde dich sehr elegant.
dich, علشان انا بكلم ماما وهي قدامي فبستخدم dich بدل du علشان هي هنا object. Wie findest du den Rock? Ich finde ihn praktisch, برضو ليه استخدمنا ihn علشان بنتكلم على den Rock. Übung 2, ergänze die Lücken. Besuchst du uns? هل انت زرتنا؟ Ja, ich besuche euch. هنا انا بقول هو بيسأل زرتنا فاستخدمنا uns بدل wir والانسر انا زرتكم انتو اللي هي ihr هتتحول لايش also uns und euch. Nummer 2, ich finde Mark toll. Findest du ihn auch toll? ليه حطينا ihn علشان نتكلم عن Mark اللي هو هتتحول في الاكوزاتيف لين. Ich brauche den Mantel oder einen Mantel. Ich habe schon zwei Mäntel. هنا الارتيكل بتاعت Mantel der بس لما نكمل الجملة هنلاقي ان انا بقول انا مش محتاج اي كوت عشان انا عندي already two coats. Okay? فهستخدم هنا keinen. Ich brauche keinen Mantel. Ich habe schon zwei Mäntel. Nummer 4. Ich sehe ist so lang. Ich sehe den Lehrer. أنا شفت الteacher. Ist so lang. هو طويل. Okay? يبقى استخدمت ich sehe den Lehrer. ليه حولتها لden؟ عشان هنا هي accusative object وlehrer الartikel بتاعته der اتحولت لden. Okay, verstanden? حاجة صعبة؟ So einfach. سهل قوي. Okay. Seite 13 und Verb gefallen. Okay, gefallen bedeutet admire. يعجب بحاجة. Mit dem Verb gefallen kannst du sagen, was magst du oder was magst du nicht. الحاجة اللي بتعجبك تعبر عنها أو الحاجة اللي مش بتعجبك. Und gefallen bekommt mit Dativ. Mit Dativ, nicht mit Akkusativ. Was ist die Konjugation von Verb gefallen? Okay, wie Verb tragen? هو زي tragen, ال A بتاخد Umlaut مع du, و S و Z. Also ich gefalle, du gefällst, es, sie gefällt, wir, sie und sie groß gefallen, ihr gefällt. بنحول بنقول انه عجبني gefällt mir وعجبك gefällt dir mir und dir. Also zum Beispiel der Rock gefällt mir. Was bedeutet der Rock gefällt mir? يعني السكيرت عجبتني بالضبط. Die Hose gefällt mir nicht. البنطلون ما عجبنيش. Okay? طيب die Stiefel gefallen dir. البوت عجبك. Die Schuhe gefallen mir nicht. الشوز ما عجبتنيش. يبقى gefällt نستخدمها مع singular لكن gefallen مع plural. Wir haben hier zwei Dialoge. Gefällt dir das Hemd? Das ist eine Frage. عجبك الشميز؟ Ja, es gefällt mir. ده لو عجبني. لو ما عجبنيش, nein, es gefällt mir nicht. حطينا F عشان نتكلم على das Hemd. وبعدين صرفنا verb gefallen. حطينا له umlaut عشان دي حاجة واحدة اللي هو das Hemd. فحطينا الumlaut. وبعدين جي وراها mir لأنه عجبني أنا أو mir nicht لو ما عجبنيش. Gefallen dir die Schuhe? عجبتك الشوز؟ ليه عملنا gefallen؟ علشان die Schuhe plural. Die Schuhe gefallen? Ja, sie gefallen mir. Nein, sie gefallen mir nicht. Sie, علشان بنتكلم على die Schuhe, الأرتيكل دي. وgefallen لأنها plural form. عجبتني هقول gefallen mir. ما عجبتنيش gefallen mir nicht. Die Artikel mit Dativ. ازاي نحول الارتيكل مع الداتيف؟ اتكلمنا عن الاكوزاتيف من شويه وقلنا ان دير بتتحول لدن وبتاخد اينن والداس بتفضل زي ما هي وبتاخد اين والدي بتتحول لاينه الدي بتفضل دي وبتاخد اينه والدي بلورال برضو بتاخد دي ومش بتاخد اين او اينه في الانبشتمت ارتيكل اداه النكره.
فالداتف بقى كلهم بيتغيروا الدير بتتحول لدم داس فيد اوخ تو دين دي فيد تو دير und die Plural den plus n. Okay? Also, ich kaufe die Bluse nicht. Sie gefällt mir nicht. أنا ما اشتريتش البلوزة لأنها ما عجبتنيش. Das Polohemd gefällt dem Kind. ليه هنخليها dem Kind عشان الأرتيكل بتاعت Kind das. Die Schuhe gefallen mir sehr. Auf Position 2 immer ist ein Verb. دايما رقم 2 يبقى Verb. Die Schuhe gefallen mir sehr. Nummer 4. Die Jacke Natalie. Gefällt die Jacke Natalie? Ja, sie gefällt Natalie. Mantel gefällt Lele. Mantel ist ein Nominativ, also der bleibt der auch, also der Mantel gefällt dem Lehrer. Okay, يبقى مانتل دي هي الفاعل ففضلت الدير زي ما هي لكن ليرر هي الداتيف اوبجكت فتحولت لديم. Der Mantel gefällt dem Lehrer. Und so weiter.